Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Da euch das Unboxing von den Fischen ja auf unseren beiden Kanälen so gut gefallen hat, machen wir heute nochmal ein Unboxing. Und zwar hier hinter mir steht schon ein bisschen was. Also hier stehen auch wieder vier Kisten. Und zwar hat der Basti natürlich auch noch eine Meerwasseranlage, beziehungsweise auch in beiden Läden eine Meerwasseranlage. Und heute packen wir die Meerwasserfische aus. Und die Korallen zeigen wir euch später auch noch. Ich würde sagen, quatsche ich also nicht rum, hauen wir das Intro raus und los geht's. So, also sind wir angekommen heute. Ich bin wieder, Basti wird euch erzählen, weil Meerwasser ist eher wesentlich bewanderter als ich. Kannst du mir gerade noch zeigen, dass da ein Heatpack dran ist? Das ist ja interessant. Genau. Also hier hängt ein Heatpack dran, also das Ding hier, das auf die Fische auf keinen Fall kalt bekommen, auch wenn es im Moment ja doch noch recht warm draußen ist. Sollten die es schon warm haben, Zeitung drin, dass daneben was gebacken wird. Und hier sind die Meerwasserfische. Ein sehr bekannter Vertreter, wo wir übrigens von Wusso bekommen haben, Wusso Importe. Hier haben wir einen Leierfisch. Das ist Mandarin-Leierfisch, ne? Richtig, genau, Tobi. Gut, oder? Gut, wunderschönes Tier, ich liebe die. Weltklasse. Absolut. Super, super schön. Jawohl. Nachher mal noch filmen, wenn er im Becken schwimmt. Grandios von den Farben. Richtig. Blau, unglaublich. So, hier haben wir noch einen. Ein zweites Tier, genau. Da habe ich ein paar Stück bestellt, weil die doch recht beliebt sind. Sollte man da irgendwie was Bestimmtes beachten mit denen? Sind die schwierig oder? Ja, das Becken sollte auf jeden Fall länger eingefahren sein, weil die auf die Kleinstlebewesen bedacht sind und dort die eben sehr gerne fressen, ganz selten an Ersatzfutter gehen. Mhm. Beziehungsweise meistens sehr lange brauchen und dann erst ans Ersatzfutter gehen. Froschfutter, von dem her lange eingefahrene Becken bitte, sonst verhungern die Tiere. Das macht dann keinen Spaß. Also wichtig, wenn ihr sowas wollt, nicht in ein relativ frisch eingerichtetes Meerwasserbecken. Ja. Aber ich hätte sowas für mein Becken auch sehr gerne. Mal gucken, ob wir das realisieren können. Das kriegt man sicherlich hin. Sehr gut. So. Ich mache kurz die Anlage auf, dass ich die Tiere gleich reinsetzen kann. Wir sehen uns gleich wieder. So, Basti, Anlage ist offen. Fischanlage, also auch mal. Es gibt eine Fischanlage und es gibt eine Korallenanlage. Aus dem Grund, wenn man da jetzt ständig da rumhantieren würde, für Fische zu fangen und so weiter. Und da an den Korallen, dann wird man die beschädigen und die Fische verstecken sich auch dann dazwischen und so. Von daher ist dann auch so eine Meerwasserverkaufsanlage eher spärlich eingerichtet, mit ein bisschen Deckung, wie es gehört. Aber die Korallen sind in einer eigenen Anlage. So, Basti. Jawohl. Was haben wir denn noch Schönes? Wir haben noch ein Free Money. Zwei Punkte habe ich gerade eben schon in der Hand gehabt. Eine Farbe für Frauen auf jeden Fall. Definitiv. Pink, lila. Cool. Ich denke, ist ein Riffbarsch? Oder? Ist ein Riffbarsch, richtig, Barsch, genau. Okay. Ja. So, dann hängen wir mal rein. Ins Aquarium werde ich das tun, ja. Ja, wunderbar. Das muss ich wieder rausschneiden. Was? So, die Leierfische auch. Okay, als nächstes haben wir einen kleinen Glasrosenkiller, ein Seegras-Tankfallenfisch. Aha, das hätte ich sogar gewusst. Sieht ziemlich seltsam aus, also die Form ist schon auf jeden Fall cool von sowas. Ja. Die haben auch unterschiedliche Farben teilweise, gell? Genau. Also gibt es in grün, in gelb, braun, so, ne? Die variieren noch ziemlich. Können auch die Pigmentierung ein bisschen anpassen. Mhm. Genau. Da habe ich ebenfalls ein paar Tiere bestellt. Was ist hier? Das ist ein Doktorfisch? Ein Doktorfisch, genau, ein Goldringel. Kannst du mal gerade zeigen und erklären, warum nennt man überhaupt, es gibt ja zum Beispiel, der bekannteste wird Bodori sein, also ein Palettendoktor. Es gibt ja mehrere Doktorfische. Warum heißen Doktorfische eigentlich Doktorfische? Die haben da hinten drin, kurz vor der Schwanzflosse, haben die ein Skalpell. Das ist ein Verteidigungsinstrument. Man nennt das Skalpell, das ist ein Knochen, wo die ausfahren können aus der Haut. Und der ist so scharf wie ein Skalpell. Und mit dem können die sich verteidigen und aber auch ihre Revierkämpfe dann teilweise austragen. Und das tut richtig weh, weil das Ding ist rasiermesserscharf. Wenn man da Fische sieht, die wo sich gezopft haben, mal. Und glücklicherweise, die sind echt zerfetzt. Also ich blende es jetzt hier gerade mal noch ein, also wo praktisch kurz bevor
der Schwanz anfängt in dem Stück Schwanzstiel, wo der Fisch halt sich verjüngt. Nach hinten dort ist wie so eine helle Stelle und das ist das Skalpell, wo der Fisch halt ausmachen kann. Verpackt wird das Ganze mit einer Zeitung, also in zwei Tüten geklebt. Mit einer Zeitung, dass die untereinander auch in der Box sich nicht sehen und eben auch einen Schutz haben und sich wohlfühlen. Wir haben dann Transport, so gut wie es eben geht, zu dem Transport. Und so ein ist ja doch immer auch ein gewisser Stressfaktor, auch für die Tiere. Und so ein Transport, wenn die gut und sicher verpackt sind, so wie das jetzt hier ist, halten die es ja sogar mehrere Tage in so einer Box aus, ohne Probleme. Ne? Ein indischer Segelflossendock haben wir hier. Indischer Segelflossendock, ja, auch wieder kann man ganz leicht erkennen. Also das dunkle Schwanzende dort ist auch wieder dieser Skalpell drin und deswegen Doktorfisch. Meistens so ein weißer Punkt. Genau. Schick, schick. Aber auch ein Fisch, wo ein bisschen mehr Platz braucht. Ne? Die werden größer, ja. Mhm. So, Basti, was haben wir noch? Das sieht so ein bisschen aus wie ein Doktor auf den ersten Blick, ist aber keiner. Richtig. Sondern das ist ein Falterfisch. Und zwar ein Kleini. Nimmt meistens ganz gut Glasrosen auch weg, aber kann auch natürlich an LPS-Korallen, an die Polypen gehen und darin picken. Das kommt immer ein bisschen auf den Fisch selber drauf an. Mhm. Also nicht jeder Meerwasserfisch ist so für das typische Korallenriff, was viele gern wollen, halt auch geeignet. Ne? Ja, oft gibt es da einfach unterschiedliche Meinungen, was Halter und Fisch voneinander anzuhalten haben. Ja gut, gerade alles, was halt, sind ja auch alles Fische mit Charakter, diese ganzen Riffbarsche und sowas. Ne? Richtig. Was es da so alles gibt. Da haben wir nochmal einen Zing, ein indischer Segelflossen. Ein bisschen kleiner wie der erste, aber sehr schön bunt. Ja. So. Da haben wir noch was. Und zwar ein Korallenwächter. Aha, die sind cool, die kenne ich. Korallenwächter, weil? Die nehmen eine Koralle als ihr Revier und passen dann auch so ein bisschen drauf auf. Die sitzen dann halt immer so da drauf rum. Also sehr Fisch, der sich sehr gut auch präsentiert. Ne? Richtig. Meistens. Was aber manchmal für die Koralle negativ sein kann. Weil das ist nochmal ein Falterfisch. Genau, ein Kleini nochmal. Richtig. Jetzt hatten wir es eben mit Pfeilenfisch, jetzt hatten wir fast wieder Pfeilenfisch gesagt, das war ein Falterfisch. Müssen wir unterscheiden. Richtig. So, das ist aber wieder ein Doktor. Das ist ein Doktorfisch, genau, ein blauer Doktorfisch. Ein blauer Doktor, da kann man es ja da sehr, sehr schön sehen. Ja, durch die Tüte eher schlecht, aber auch auf dem Schwanz steht diese weiße Stelle, wo das Skalpell halt drin ist, oder dieser Knochen. Genau. Vielleicht finden wir nachher nochmal ein schönes Bild. Ja, ansonsten, wenn ich kein schönes finde, und dann blende ich euch mit eins ein, weil die Stelle des Fisches, wo man das dann schön mal sieht. So, hier haben wir einen Lippfisch. Einen Lippfisch, richtig. Genau. Gibt es auch ganz viele, auch sehr große und in ganz vielen Farben, ne? Genau, ein Lubocki ist das jetzt. Genau. So, und eine Tüte haben wir in der Kiste noch, den hatten wir eben auch schon. Und zwar wieder einer dieser schönen pinken Riffbarsche. Richtig, genau. So, dann machen wir gleich. So, machen wir gleich weiter mit der zweiten Box. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, was haben wir denn noch in unserer Kiste? Wir haben noch Weißbandputzgarnelen. Garnelen. Immer ein nützlicher Helfer. Sehr gut, um die Weißpünktchenkrankheit bei Meerwassertieren immer in Schach zu halten, da sie die einfach die Ektoparasiten, also die Weißpünktchenkrankheit ist ja ein Ektoparasit, und man kann sich vorstellen, wie eine Zecke oder ein Floh, wo die eben runterfressen, genau. Und die stellen eben diese Putzerstationen ein, diese Weißbandputzergarnelen, und fressen dann eben, also die Tiere kommen freiwillig an, lassen sich sauber machen, kann man auch im Aquarium immer ganz gut beobachten und lassen sich sauber machen und hauen dann wieder ab. Das ist jetzt eine Kardinalsgarnele. Sehr, sehr schöne Tiere, die kriegen noch mehr weiße Tupfen auf den Körper. Deswegen auch Kardinalsgarnele, um mal gerade noch kurz ins Süßwasser abzudriften. Die Caridina denali heißt auch Kardinalsgarnele, weil die der halt schon sehr, sehr ähnlich sieht von der Optik. Genau. Ja. So,
aber natürlich wesentlich kleiner und halt eine, ja, sagen wir, Süßwassergarnele. Ja. Dann haben wir noch eine Backegrundel, eine Diamantbackegrundel. Richtig, genau. Backegrundel, weil sie vermutlich ihren Namen alle Ehre macht und Bodengrund aufnimmt und durchkaut und Futter sucht. Richtig, genau. Also die filtern den sozusagen immer durch den Bodengrund. Und wegen dem nehmen wir den auch bei uns mit rein. Oder die Tiere bei uns mit rein. Auch ein Tier, wo er schon ein länger laufendes Becken sollte und eine gewisse Größe? Nee, die kann man doch relativ früh schon einsetzen, weil sie gut an Ersatzfutter gehen. Das war noch eine Putzergarnele, ne? Putzergarnele. Und hier hast du Einsiedler vermutlich. Ja, richtig, genau. Okay. Weißscheren-Einsiedler. Ja, man sieht so ein bisschen. Also hier kommt gerade die Schere raus, ne? Die sind ja Krebse, die halt Schneckenhäuser oder Muschelhäuser halt holen, um sich zu schützen vor Fressfeinden, dann auch regelmäßig umziehen. Genau. Also, ja, man muss auch verschiedene Gehäusegrößen an Schneckenhäusern immer bereithalten für die Tiere, dass sie sich sonst unter Umständen gegenseitig aus den Schneckenhäusern und klopfen. Also das. Da haben wir noch einen ganz typischen Algenbleni. Lustigerweise für mich einer meiner Lieblingsmeerwasserfische, obwohl er eigentlich von der Farbe her jetzt nicht so typisch das Meerwasserding spiegelt, aber genau. Typisches Kerlchen. Blenis haben eben Charakter ohne Ende. Also so ähnlich, ich glaube, mag ich ihn vermutlich. ähnlich wie ein Kampffisch, also ein Betta im Süßwasser. Nochmal eine Baggergrunde. Jawohl. Da ist noch einiges drin, es war noch lange nicht alles. Jawohl. Ja, bitte. Wo war ich stehen geblieben? Gerade über Blenis am Philosophieren. Genau, einfach eben sehr, sehr guten Charakter. Auch eine Grunde, ne? Auch eine Backegrunde, genau, das ist jetzt eine. Muss man alles überlegen, ne? Richtig, genau. Warte, wir gucken mal gerade auf der Liste, was es ist. Ich filme den Fisch mir noch so lange. Genau, ganz normale Backegrunde. Also eine ganz normale Backegrunde. Das andere war jetzt eine. Das war die Diamant. Diamant und das ist jetzt eine normale Backegrunde. Wette war von der Größe ja auch so rum, ne? Ja, die werden doch. Nur halt nicht diese Zeichen. Nichts für ein Nanobecken. So. Da haben wir noch. Nochmal ein Algenbleni. Mhm. Ich finde die Viecher unheimlich toll. Mir gefallen die gut. Algenblenis for the win. So. Hier nochmal ein Korallen. Nein, das ist ein Leierfisch. Ein roter Leierfisch. Auch schön. Wird aber, glaube ich, nicht so groß wie der Mandarin, ne? Richtig, bleibt schön klein. Und also nochmal zum Vergleich, ich gehe mal gerade nochmal hin. Also das hier hatten wir ja schon, das war der Mandarin. Ja. Der jetzt schon, ja, da sieht man jetzt das Blau ein bisschen. Super, super, super schöner Fisch. Also Wahnsinn. Und das wäre dann auch noch ein Leierfisch. Okay. Nein, der rote. So, okay. Kommt der auch an seinen Bestimmungsort? Dann haben wir nochmal Weißbandputzergarnelen. Hatten wir eben schon. Die braucht man auch immer. Mhm. Finde ich auf jeden Fall cool. Im Süßwasser könnte man auch was gebrauchen, was Ichthyo, also die Fische von Ichthyo befreit. Das wäre cool. Hätte was. Wobei ich tatsächlich schon mal beobachten konnte, wie ein das waren dann tatsächlich die Mollis, an große Zyliden rangegangen sind und die sich auch putzen lassen haben. Habe ich zweimal beobachten können in einem großen 800 Liter Becken. Und zwar waren das Madagaskar Glitterbarsche, wo dann die Mollis hin sind und die hatten, ja, ein Ichthyo, ich habe es nicht mikroskopiert, aber es war in die Richtung Ichthyo. Könnte aber auch ein anderer Aufsitzerparasit gewesen sein, also ein Ektoparasit. Die haben die richtig geputzt und sauber gemacht. Okay. Das hatte ich auch sonst davor noch nie gesehen. Nochmal eine Baggergrundel. Eine normale Baggergrundel nochmal. Ja. Eben auch schon. Und jetzt haben wir noch zwei Tüten. Das, der Partner zu dem roten Leierfisch. Okay. Ab zu seinem Genossen. Und noch eine Tüte mit Schneckenhäusern. Das sind aber keine Einsiedler, sondern Schnecken. Richtig, das sind die. Da sind sie. Haben vorne
Man sieht es, wenn ich ruhig halte, vorne wie so ein Rüssel, wo die ausfahren. Jetzt ist da gleich auch schon Action drin. Ich hoffe, man kann es erkennen. Kegelfechterschnecken sind das. Okay, Kegelfechterschnecken ist eine Schnecke, wenn ich es richtig im Kopf habe, die auch in den Bodengrund geht und den nach Nahrung verspült oder so, ne? Richtig, und eine der wenigen Tiere, die wo auch Cyanus aufnehmen. Cyanus, okay. Also Cyanus gibt es im Süß- wie im Meerwasser, ne? Richtig, genau. Nur mal wichtig zu sagen. Im Meerwasser sogar eher vermehrt wie im Süßwasser. Im Meerwasser würde ich es fast als normal betrachten, dass man mit der immer ein bisschen kämpfen muss. Also, und im Meerwasser ist es so ein ganz extrem dunkelrötlicher Belag, der halt dann teilweise ganze Becken übernimmt. Ne? Ohne Cyanus wird es uns als Lebewesen auch gar nicht geben, muss man auch mal feststellen. Moment, also eigentlich nicht, unbedingt der Feind. Ne? Genau, aber giftig. Aber giftig, okay. Ja. Gut, Kiste ist leer. Genau. Ab geht's. So, Freunde, und damit ja gehen wir auch schon lieber zur Abmod, nämlich die nächsten zwei Kisten, also die Hälfte der Bestellung war jetzt bei mir und die anderen zwei Kisten sind wieder bei Basti auf dem Kanal. Also wenn ihr noch wissen wollt, was in den anderen zwei Kisten drin ist, vermutlich hat er wieder das coole Zeug für sich behalten. Er grinst schon vermutlich. Dann schaut mal bei Basti auf dem Kanal vorbei, der ist in der Videobeschreibung verlinkt und am Mittwoch kommt dann das passende Video dazu, wo ihr seht, was bei der restlichen Bestellung dabei ist. Wenn euch dieses Unboxing auch gut gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Daumen nach oben, gut für mich, unterstützt mich, ist gut für den YouTube-Algorithmus. Ansonsten auch noch die Links, wie gesagt, nicht nur zu Basti, sondern auch Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Und natürlich die Links, wie ihr mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet. Würdet gerne mir folgen, mir ein Like da lassen, mir eine Freundschaftsanfrage schicken oder was auch immer. Und, habe ich ganz vergessen, auch noch natürlich zu den dementsprechenden Tieren, die wir heute eingesetzt haben, auch noch ein bisschen was verlinkt, was ich so finde und da alles so reinhaue. Und ja, bei Basti vorbeischauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin raus.